Hin, du Penner! Diesmal bin ich der Gewinner. So. Wow! Alter. Jo, ist okay, Junge. Ja, ich liebe das an Battlefield. 1% Gesundheit. Der müsste auf dem Weg, wo er gerade schon wegrennt, eigentlich verbluten, aber er hat halt 1%, weißt du? 1% und 0%, das ist echt immer das Geilste in Battlefield. Und wer knallt mich denn jetzt schon wieder ab? Alter! So. Ah, er kommt bestimmt gleich. Ja, komm, wir schmeißen nochmal eine Granate rüber. Ich glaube, Leon hat schon das richtige Gespür gehabt. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ah, mit der Pumpgun, Alter. Also, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Battlefield spielt, bitte tut mir einen Gefallen. Spielt nicht mit der Pumpgun. Das ist so ziemlich das Schlimmste und Ekligste, was ihr tun könnt. Weil eine Pumpgun ist für mich einfach so eine richtige No-Skill-Waffe. Wenn ich jemanden mit der Pumpgun sehe, dann weiß ich, der Junge hat absolut nichts drauf. Aber sowas von nix drauf, das ist wirklich schon penetrant. So, die nehmen B gerade wieder ein. Ich lege mich jetzt hier mal ganz frech hin. Warte einfach mal drauf, dass gar keiner kommt. Na, da ist er auch wieder gestorben. Mal gucken. Kriegen wir hier vielleicht noch einen Kill ab? Das wäre toll. Okay, scheinbar nicht. So, habt ihr gerade gesehen, ich habe auf ihn geschossen und dann hat erst angefangen, das Ding da irgendwie zu vibrieren und es ist schon wieder er, der mich killt. Das ist so unfassbar. Ich lasse die erstmal vorlaufen, ich will nicht schon wieder direkt ins Gefecht laufen. Sieht zwar so aus, als würde ich das gerne tun, aber ich mach's nicht gerne. Ich schmeiß da mal eine Granate rüber, komm. Hui! Okay, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Ich weiß es gar nicht. Ich wurde schon wieder von irgendwas getroffen, fragt mich aber nicht was. Das sind scheinbar Projektile, die durch die Wand fliegen. Ich habe keine Ahnung. So. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse. Hör doch auf mit deiner scheiß Pumpgun, Junge. Ach, das war der gar nicht. Okay. Okay, okay, okay. Ich wollte schon jemanden beschuldigen, der nichts dafür konnte. Meine Herren, hier geht's aber auch ab auf dem Server. Das ist schon wirklich Hammer. Hammermäßig. Ich habe Angst, hier irgendwo lang zu laufen, weil ich immer das Gefühl habe, hier kommt gleich einer um die Ecke wieder. Aber hier anscheinend nicht. Dann gucken wir doch lieber nochmal hier. Ja, ja, ja. Da hinten. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier? 23 zu 26. Das ist natürlich, ja. La. Und so. Ich sehe halt auch nicht, ob da hinten ein Sniper hängt oder so, weil dieser blöde Rauch da halt auch ist. Das ist ärgerlich. Und ich habe jetzt auch nicht die Mega-Auflösung drinne. Habt ihr gesehen, ich habe ihn gerade getroffen eigentlich, aber das interessiert ihn einfach nicht. Der lebt einfach fröhlich sein Leben. Das macht ihm gar nichts aus. So, komm, wir stürmen mal mit. Hier hin am besten. Und dann erstmal Übersicht gewinnen. Was hier überhaupt los ist. Wie es erscheint, doch schon einiges. Wow. Fliegen Granaten über Granaten. Hör mal. Gut, der scheint tot zu sein. Wir haben auf jeden Fall noch einen Niederhaltungskill gekriegt, weil wir mit drauf gerotzt haben. Sehr schön. Aber wer wird von denen? Wer killt die hier? Ah ja. Was war das denn jetzt? Schon wieder 2%. Ich krieg einen harten, Alter. Das kann doch gar nicht sein, ey.
schon das dritte oder vierte Mal in dieser Runde, dass da einfach nur einer noch 1% hat. Oder zwei, wie in dem Fall gerade. Unfucking fassbar. So, den holen wir uns schnell wieder hier, komm. Na, jetzt. Steh doch auf. Junge. So, da hinten sind anscheinend auch wieder welche am Start. Aber die sollen uns jetzt einfach mal egal sein, glaube ich, oder? Oder Granate vielleicht, komm. Ja, ja, du mich auch, Kollege. Der lebt noch? Alter. Das kann doch gar nicht, ey. Und ja, ich sage so oft Alter und das interessiert mich nicht. Wieder nur angefragt. Ja, und er killt ihn. Menschenskinners, das gibt's doch gar nicht. Ihr macht mich fertig. Nein! Verdammt! Oh, cool. Weil das gar nichts bringt, aber ich wurde wiederbelebt. Das freut mich. Wie sind wir denn hier? 27 zu 29. Naja, es geht ja einigermaßen. Ich möchte mal ganz kurz in die Optionen, in die Tastenzuweisung. Und dann würde ich mal ganz gerne einstellen, dass ich die... ne? Hier, wie heißt es? Die, na, wie nennt man das? Die Konsole mal auf einer anderen Taste ändere, weil ich drücke mich da immer auf die Konsole und das nervt nämlich immer. Was ist denn hier Standard? Punktestand mit allen... Menü... Sichten, Kommunikation, Menü, das ist es ja auch nicht, ne? Minikarte anschalten, umschalten, Chat, Minikarte, ja, keine Ahnung. Muss ich dann nochmal gucken auf Air. Auf jeden Fall nervt es ein bisschen, dass ich da immer in diese Kack-Konsole komme, mit der man eh nichts anfangen kann. Das ist dann schon immer ein bisschen nervig, ne? So, den holen wir mal gerade wieder, kriegen wir nochmal 100 Punkte. Und dann gehen wir nochmal bei B unten rein jetzt, komm. Ah, da ist aber nichts los. Okay. Dann gehen wir mal hier oben lang. Und ich sag einfach mal Hallo. Easy, Perl. Sieht ganz gut aus, was den C-Punkt anbetrifft. Vielleicht können wir ja gerade mal helfen, den einzunehmen. Ja, super. Ey, was ist das denn bitte? Never, Alter. Ich hatte noch 100% und er schießt mich einfach mal mit der Dau ab. Mit einem Schuss. Mein Gott. Wieder der mal aufregt, ey. Ich bin heute einfach nicht gut. Ich glaube, das ist das Problem. Ich kann heute einfach gar nichts. Ich glaube, ich kann noch 5-mal die Waffe wechseln. Ich glaube, das bringt einfach nichts. Da unten ist so eh nichts los, oder? Da brauchen wir doch gar nicht hingehen. Nö. Alter, jetzt hör doch mal auf, den Weg zu versperren, Junge. Wow! Okay, schmeiß noch mal eine Granate. Komm, macht doch jeder hier anscheinend. Alter, 20%, 20 Frames nur. Das ist richtig nervig. Oh, wir haben einen getroffen. Aber der stirbt natürlich nicht. Ne, warum? Oh, da liegt eine Granate. Und sie scheint feindlicher Natur zu sein. Boah, jetzt ruckelt sich das aber auch echt derbe hier ein ab gerade. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich darf hier bei dieser Runde nicht mehr aufnehmen. Ich glaube, das hat gar keinen Sinn. Weil durchs Aufnehmen bekommt man natürlich eine leichte Verzögerung und dann noch auf dem Server. Warum killt er den denn nicht? Der steht doch vor ihm. Alter Schawutzki, ey. Ich glaube, ich kack mich voll. Ich glaube, ich kack mich wirklich mal voll irgendwann. Meine Schnauze, ey. Das gibt's doch gar nicht. Na komm, ich renne einfach noch rein und schmeiß eine Granate. Ich werde eh gleich wieder belebt. Na, die Granate ist leider nicht weit geflogen. Na gut. Ja, wusste ich's doch. Na, lass die mal die Granaten werfen. Ich bleib hier mal in Deckung. Da kommt einer. Ah, wo ist denn der jetzt? Ist der tot? Hä?
Da war doch gerade einer, oder? Ich bin doch nicht blöde. Wow. Alter. Wie schlecht das doch ist. Oh, hör doch auf, mich wieder zu beleben, wenn du siehst, dass es keinen Sinn macht. Boah, ey. So anstrengend, Mann. Zum Weg. Ja, natürlich. Meine Fresse, ey. Das ist so schlecht. Ich stelle mich jetzt einfach mal auf dickes Geflame in den Kommentaren ein. Ja. Mit deiner scheiß Pumpgun, Alter. So unglaublich. Ey, ich würde dir deine Pumpgun so gern mal in deinen Arsch stecken, Alter. Da hätte ich mal so Bock drauf, Alter, ey. Das ist so abnormal. Wie kann man nur mit einer Pumpgun spielen? Das ist doch so penetrant einfach schon. Einfach nur penetrant, Mann. Sagt doch schon gar nichts mehr zu. Mit der Snipe hat er mich gekillt. Mit der Snipe. Ist schon klar. Ist schon klar, Alter. Wo steht denn der? Ach, da oben. Ja, jetzt bin ich eh tot, Junge. Ich bin doch eh tot. Oh, doch nicht. I'm alive. Granate. Ja, und ihn rettet der Holzrahmen, oder was? Glaub's jetzt nicht, ne? Boah, das ist eine ganz armselige Runde, ey. Unfassbar. Ist auch nicht meine Karte, ganz ehrlich. Aber naja gut, dann muss ich jetzt durch, ne? Kann man ja jetzt nicht ändern. Hat doch keiner gesagt, nimm die Runde auf, nicht? Guck, seht ihr mal, wie das ruckelt? Ich habe da gar nicht hingedrückt. Aber trotzdem fliegt meine Granate dahin. Sehr geil. Ich bräuchte auch mal so eine Long-Range-Waffe, Alter, damit ich die Sniper da oben mal wegkriege. Okay, okay, das hat gar keinen Sinn, sich da hinzustellen. Aber ich schmeiß da mal so ein Paket hin. Hui! Vielleicht setzt sich da ja zufälligerweise einer drauf. Oh, eine Granate. Noch eine Granate. Okay, ich renn. Ja, natürlich ist es er wieder. Natürlich ist es er wieder. Wer denn sonst, bitte? Ist er jetzt bestimmt Erster, ne? 88 zu 40. Ne, das ist er gar nicht. Wundert mich. So, Freunde, jetzt gehen wir mal hoch und holen uns die Sniper. Komm. Ne, da kommen wir gar nicht hin, weil er wiederkommt. Boah, Alter, kennt ihr das, wenn ihr so richtig Hass gegen einen Spieler habt? Jetzt nicht Hass in dem Sinne, dass ihr ihn irgendwie umbringen wollt oder so. Das wäre natürlich total übertrieben. Dann seid ihr nicht normal, dann geht ihr zum Psychiater. Aber wenn ihr virtuell einfach so einen richtigen Hass schiebt, das ist so... Ah! Aber das muss man doch an Shootern lieben, oder? Bam! Der war nice. Wir müssen da irgendwie hoch. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ey, es kann doch nicht sein, dass es immer wieder der gleiche ist, der mich killt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hat er es auf mich abgesehen? Will er mich in den Tod treiben oder was? Alter. Probieren wir es mal mit der... Ja, mit der hier. Ist eh gleich vorbei. Ja, ihr hört die Musik schon. Das ist auch relativ schnell vorbei. Und zwar just in diesem Moment. Ja, wir haben verloren. Schade. Ich war so unterirdisch. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für diese Runde, denn die war grauenhaft. 35 zu 38, das ist abnormal. Einfach nur abnormal. Ja, wie gesagt, ich entschuldige mich an dieser Stelle für diese Runde. Na, immerhin bin ich aufgestiegen. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Level 30, cool. Master Gunnery Surgeon Star 1. Und die G18 freigeschaltet. Sehr schön. Jo, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ihr könnt mich ruhig zuflamen, denn die Runde war unterirdisch, ich weiß. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss und haut rein.